Wake meinte, er könne die Horrorgeschichte mit dem Klicker rückgängig machen. Ich muss zurück nach Bright Falls zu Casey und Wake. Ich sollte mich bei Casey melden. Ja. Ich muss Wake den Klicker bringen und diesen Fall abschließen, ehe meine Familie noch weiter hineingezogen wird. Ich muss den Klicker zu Wake bringen, aber ich habe noch Fragen. Diese alten Jungs, Thor und Odin, standen offenbar dem Kult nahe. Wie sind sie mit all dem verbunden? Ja, Moment, ich muss hier noch was finden. Shit, ich habe schon wieder zwei Pfeile verloren. Wie sieht es aus, wo ich hin muss? Wo ist nochmal der Brunnen? Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Noch ein Kultversteck. Nimm einfach einen Schraubenzieher. Was weckt sich mit diesem Lächeln? Irgendwo in einem Bogen. Das will ich jetzt nur haben, ne? Ich sag's, wie es ist. Ich guck mal dahinter. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Hinter mir ist ein Ort der Relevanz. Ja, da ist ein Schlüssel dahinter. Da ist ein Schlüssel hinter irgendeiner Figur. Da können wir das aufmachen. Hier ist es nicht, oder? Da ist ein Behälter hinter mir irgendwo. Ah, guck mal, da ist noch ein Behälter. Wo ist denn das? Das ist der Ort von Relevanz. Geradeaus durch. Okay, und jetzt? Noch ein Stück. Alter, verpiss dich doch. Alter! Willst du mich verarschen, Junge? Die anderen waren nicht so dumm. Das war jetzt der Ort von Relevanz, oder was? Ich guck mal da oben. Irgendwo ist so ein Gitterbogen. Da glaube ich. Oder? Nicht? Sag nicht, ich muss drauf schießen. Oh. Ach, guck mal.
Da ist noch einer dieser Reime. Hier war ich noch gar nicht. Oh nein. Ein Teufel lockte mit einem Preis der Tiere 2. Einst in sein Boot geschickt herbei. Wer wohl schwimmt und wer wohl singt, der Teufel fragt geschwind. Der Elch alsbald ins Wasser klatscht, allweil das Reh von dannen eilt. Doch wer von ihnen unter dem weint? Warte mal. Der Hirsch? Eins in seinem Mund geschickt herbei. Ins Wasser klatscht. Der Elch alsbald ins Wasser klatscht. Das Reh von dannen eilt. Nee. Hä? Keine Ahnung. Also der Elch klatscht ins Wasser. Keine Ahnung. Ich muss jetzt noch dieses Ding finden. Das ist es, glaube ich, auch nicht, ne? Weil ich komme da auch gar nicht hinten dran. Also das kann es nicht sein. Da war kein Schlüssel. Da haben wir die Kassette her. Das ist es also auch nicht. Hier geht's nicht raus, ne? Hier war der Schraubenschlüssel. Hi! Alter! Ich finde die einfach nicht. Das kenne ich schon. Wenn es jetzt hier ist, ne?
Da hinten ist Ende. Keine Ahnung, wo das sein soll. Ich speichere hier jetzt aber mal. Komm schon, Casey. Keine Antwort. David. Geh ran, geh ran, geh ran. Hey, David hier. Sprecht aufs Band. David, kannst du mich zurückrufen? Es ist wichtig. Bitte. Warum antwortet David nicht? Geht es Logan gut? Was geht hier vor sich? Alter, renn doch und lauf nicht! Hat sie die Horrorgeschichte schon eingeholt? Wake sollte mehr darüber wissen. Vergiss nicht, den Eimer des Hausmeisters in Schutz zu haben. Inzwischen kann ich nicht wechseln. Die Geschichte von Alan und Saga können in einer beliebigen Reihenfolge gespielt werden. Ah ja, das sind ja beide Geschichten, wo man spielen kann. Der Wasserspiegel hat sich gesenkt. Ich sollte mir ansehen, was sich darunter verborgen hat. Bringt nix. Wo? Ein Haus. Ach, come on! Lass es sein. Dann mach ich, glaube ich, mach mal das hier. Hi. Ein braves Reh. Die Küchenmaschine scheint sehr verbreitet gewesen zu sein. Hallöchen. Ich wechsle schon mal auf die hier. Wieso brennen hier die Lichter? Aber ist ein schönes Haus. Hä, wer wohnt denn? Der ist doch kurz erst hier. Also irgendjemand wohnt hier und wir schnüffeln gerade rum. Was? Experiment? Die Schön und das Biest. Testergebnisnotiz. Die Erschaffung der perfekten Umgebung für jeden Test ist zum Kernstück meiner Studie geworden. Ich weiß jedoch, dass nur eine überzeugende Inszenierung und Fiktion zum Leben erweckt werden kann. Ich werde nun die Kulisse so gestalten, wie ein Bühnenbildner, ein Spielfilm dies tun würde, damit die Hütte wie das tatsächliche Haus der im Reim erwähnten Person aussieht. Mit kleinen persönlichen Akzenten und realistischen Gegenständen. Zusätzlich zu den wenigen bisher verwendeten Schlüsselgegenständen wie den Zeichnungen, Puppen und persönlichen Briefen. Wir lesen mal ein bisschen so an dem Apfel, was? Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend, aber unvollständig. Ich werde mit der Ausstattung weiterhin kontrolliert vorgehen, bis ein funktionsfähiger Bestand erreicht ist. Es wäre so geil, wenn die das vorlesen würden, ne? Es ist entscheidend, dass ich hiermit Erfolg habe. Die dimensionale Öffnung, die ich an diesem Ort zu manifestieren versuche, wird eine bahnbrechende Leistung sein, die meinem Genie würdig ist. Ja, da ist noch was dran, aber er ist schon braun. Also das ist schon ein bisschen her. Er ist schon schwarz, also er schimmelt schon. Das heißt, es muss mindestens eine Woche her sein, dass hier jemand war. Wenn nicht länger. Aber stylisch eingerichtet, guck mal. Schon nice, ne? Mit der Badewanne. Da glimmt auch nichts mehr, also. Aber alles angelassen.
Da steht ein PC, da hat sich jemand eingerichtet hier. Guck mal, da liegen überall... was? Okay. Alter, wo kommen die denn hin? Da. Ein Monster mit langen blonden Haaren, das gefällt mir. So süß und so hübsch bemalt. Sie hat eine kleine Tasche für all ihre mädchenhaften Dinge. Ne, ist was anderes. Es hat nette Details, aber es macht mir Gänsehaut. Versuch's weiter. Demzufolge ist es das Ziel des FBC, hier eine Art dimensionale Öffnung zu erschaffen. Okay, für wen? Für wen ist das denn? Ich habe irgendwie die Befürchtung für uns. Die haben hier alles. Ich glaube, ich gehe mal wieder. Dort drüben ist ein Reim. Eine Jungfrau, fleißig und klug, einst in den Wald sie lief. Zum Biest der Burg, der König des Waldes stahl ihr Herz, und ohne Sorgen lebte sie in Freude und Schmuck. Wo bist du, Alter? Geh mal hier auf den Piss! In den Wald sie lief. Zum Biest in der... Alter! Ist jetzt gut, ja? Wo ist er? Gut. Darf ich jetzt, ja? So. Zur Biest des Burgs. Der Burg. Keine Ahnung, egal. Brauche ich nicht unbedingt machen. So, wohin? Ich kehre nach Bright Falls zurück.
Ja, ich untersuche doch. Hier ist nix. Außer dieses Rätsel, das kann ich jetzt mal am Arsch. Hat sich da oben was bewegt? Ganze Zeit dunkel, ne? Schon aufgefallen? So 90%. Gut, es ist ein Horrorspiel, ne? Aber. Bin ich hier richtig? Ich glaub schon, ne? Die Jagdsaison war ein Reinfall. Warte. Oh, die Maske. Brunnen. Weil zu viele Orte. Gut. Gut, ich habe alles wieder zurückbekommen, was ich benutzt habe. Die Wölfe sind auch weg. Hier muss ich nicht lang. Ich glaube, ich muss wieder runter. Hier, ja. Ich bin mit mehr rausgegangen, als ich reingegangen bin. Das ist schon mal wichtig. Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Und von da unten komme ich hier. Hier hoch, genau. Hier kann ich doch speichern, ne? Mach ich doch mal. Hier sind noch mehr Pfeile. Ah. Die kann ich jetzt alle mitnehmen. Oh yes. 12. Schade, nicht mehr. Nein, das will ich nicht. Zwölf Pfeile, ja? Ja, ist okay. So, wohin jetzt? Nee, da bin ich falsch. Ich muss hier hoch, ne? Es brüllt den Wald. Augen, suchen! Wohin? Dem Weg folgen wahrscheinlich, ne? Ja. Hä? Ich hatte doch gerade was bekommen. Ach, das buggt ein bisschen, ne? Ich würde echt gern zwei...
Los! Hä, wo sind denn die? Sind es Zwillinge? Wo sind meine Pfeile, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Noch ein Reim. Hier war ich noch gar nicht. Das habe ich übersehen anscheinend. Ja, nee, lass mal. Das ist nicht meins. Hopp. Hoch und dann links. Was ist das denn? Komisch. Was ist denn das? Ist es in der Karte verzeichnet? Nee. Aber diese ewig langen Strecken, wo man laufen muss und nicht, keine Ahnung, Wegpunkt oder irgendwas machen kann, ist schon. Sonne geht auf, ne? Nur da oben war es dunkel, die Sonne ist aufgegangen. Nur da oben ist permanent dunkel. Hier jetzt nicht mehr. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so. Aber gut, wer bin ich, ne? Und das, Ich glaube, in CoffeeWorld läuft es nicht besonders. Ist dir das aufgefallen? Ich habe dieses Gefühl irgendwie jeden Abend nach der Arbeit. Was? Hast du schon wieder Albträume? Wie damals als Kind? Brauchst du deine Schmusedecke? Brauchst du Dickbert Deckerson? Halt bloß Dickbert da raus! Wo ist unsere Karte? Das da, ne? Okay. Bright Falls. Mal schauen, ob es synchron ist. Nö. Aber irgendwie werden die Leute random befallen von der Dunkelheit, ne? Oder sind die schon vorher irgendwie böse? Weil die Polizisten haben ja jemanden verschwinden lassen. Alan Wake. Mein Name und Ihre Bücher tauchen auf. Sie tauchen auf. Hab sie gelesen. Es sind Echos meines Lebens darin zu finden. Beinahe, als hätte mich jemand beobachtet. Oh nein. Was geschah mit Alan Wake? Das ungelöste Rätsel.
Hätte nie gedacht, sie lebend zu finden. Ah, mir brummt der Schädel. Ich glaube, sie lieben es, Menschen zu benutzen, Wake. Sich ihrer Leben zu bemächtigen und in ihre Geschichten zu schreiben. Und wenn was schief geht, ist es der perfekte Stoff für die nächste. Mist! Mein Kaffee verschüttet. Sie sind wohl kein Fan, Agent Casey. Das ist nicht Ihr Spielplatz und ich bin nicht Ihre verdammte Schöpfung. So funktioniert das nicht. Aus nichts kann man nichts machen, selbst im dunklen Ort, wo kaum Regeln gelten. Ist es nicht einfach, Fiktion wahr werden zu lassen? Ich hatte Visionen von dem, was passiert, was passieren wird. Träume. Ich wollte über sie schreiben. Inzwischen ist mir klar, wie gefährlich das ist. Selbst mit sorgfältigster Planung. Ich habe wohl aufgehört. Ich glaube, ich gab auf. Doch es gibt ein Manuskript. Vielleicht habe ich es vergessen. Der dunkle Ort sorgt dafür. Ich will das nur wieder in Ordnung bringen. Die Version finden, die alles wieder gut macht. Schnauze! Auf den Boden! FBI! Wir wollen den Schriftsteller! Niemand sonst muss verletzt werden! Leck mich! Hey, was tun Sie da? Das ist Gretch. Er ist ganz nah. Bleiben. Halt, ich brauche eine Waffe. Niemals. FBI. Spielen wir Ellen jetzt? Casey, pass auf. Er kommt. Alter, das ist so scheiße. Ich hasse das, wenn man nichts machen kann, weißt du? Wenn der Charakter wie das größte Weichei dargestellt wird. Im ersten Teil noch Badass und jetzt plötzlich, weißt du? Oh oh. Er hat uns übernommen wahrscheinlich, ne? Und wir haben die alle niedergemacht. Alter! Halt! Stehen bleiben! Haben wir die alle gekillt? Aber wieso hilft er uns? Ich konnte aus dem dunklen Ort entkommen. Das Dunkel auch. Alter! Scratch. Er war hier in Bright Falls. Der Druck in meinem Kopf war ein Zeichen, dass er hier war. Er wurde immer stärker. Wieso? Warum tötete er mich nicht wie die anderen? Ja, ne? Was wollte er? Er hat uns geholfen. Jo, was? Ich musste Casey finden. Wahrscheinlich. In diesem Kampf standen wir auf derselben Seite. Gemeinsam waren wir stärker. Alter Schwede, ey. Oh, der Rezeptionist. Jo! Der hat die alle abgemetzelt. Ich muss mich selbst schützen. Eine Waffe und eine Taschenlampe. Nostalgisch. Zwei Schuss. Das ist Casey. Er war noch am Leben. Oh
Ich habe keine Muni mehr. Ich hätte noch einen Schuss haben können. Wo sind wir denn? Wir sind doch wieder hierher gefahren. Also wo ist denn die... Wo ist denn die Agentin? Wo ist Saga denn? Liegt da irgendwo Muni rum? Von denen? Ich glaube, da hatte keiner mehr Muni. Toll, ich habe keinerlei Munition. Super. Wenn jetzt einer kommt, kann ich mich schon nicht wehren. Doch mit, ja, okay. Guck mal, die Leichen, die spawnen sogar. Yes, baby. Das waren die Kultisten, hinter denen das FBI her war. Ließen sie sich zu Besessenen verwandeln oder machte das Dunkel keinen Unterschied? Toll. Unerträglich. Scratch kam immer näher. Stärker denn je. Scheiße! Casey! Aufpassen! Boah, Alter! Der Druck ließ nach. Scratch war weiter weg. Ich konnte wieder klar denken. Casey! Casey, ich komme! Scheiße! Casey! Alter, steh doch nicht so an! Wird auch noch ohnmächtig. Okay, sag er nicht. Alter, was ist denn mit dem? Da ist er ja. FBI, Messer weg! Saga, Sie verstehen nicht! FBC, unten bleiben! Ziel gefunden! Agent Anderson. Agent Kieran Esteves, Federal Bureau of Control. Wir übernehmen. Bewusstlos. Halt! Das ist mein Fall. Das ist jetzt keine FBI-Untersuchung mehr. Der Fall wurde an uns übertragen. Was? Das ist Bullshit! Okay. Wir schicken die Beweise und den Papierkram von eurer Außenstelle zu unserer Basis im Sheriffbüro. Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas Relevantes? Der Klicker. Ich kann Ihnen nicht vertrauen. Da fällt mir nichts ein. Okay, dann sind Sie hier fertig. Hey, gute Arbeit. Moment, mein Partner Agent Casey wird vermisst. Wir suchen nach ihm. Lass meinen Partner, verdammt! Ich Agent? Sollte... Das war's. Vorsicht mit Wake. Er soll Para-Utilitarier sein. Nein. Scheiße. Er soll was? Ich war kurz Para davor, was? Wake den Klicker zu bringen. Bin noch nicht fertig. Ich muss Casey finden und meine Familie vor dieser Horrorgeschichte retten. Er ist Para, was?
Ah, eine Tafel für das Pflegeheim. Thor, Odin und der Klicker waren auf dem Foto. Vielleicht wissen sie, wie er funktioniert. Ich werde wohl noch meine Familie besuchen dürfen. Geht direkt weiter hier, okay? Aber was ist denn jetzt mit unserem Kollegen? Thor war weg, bevor ich nach dem Klicker fragen konnte. Ich muss rausfinden, was er und sein Bruder darüber wissen. Thor und Odin sind... Ah, das ist ihr Haus, genau. Sind mit dem Kult verbunden und der Klicker und dem Klicker. Da Wake im FBC-Gewahrsam ist, ist das meine beste Spur. Ich muss herausfinden, was sie wissen. Okay. Sie. Was ist ihr Motiv? Handeln sie auf Befehl von Scratch? Ach du Scheiße. Ja, super. Ah. Hallo. Lass mich verarschen. Ich will das lesen. Emo Koskela trug beim Angriff auf Wake eine Hirschmaske. Okay. Alter, jetzt bleib doch mal da an der Stelle. Hier. In dem Festbank ging es um einen Mord. Der Inhalt der Kunstwerke scheint von Bedeutung zu sein. Na, das ist später, okay. Alter, wenigstens habe ich jetzt wieder Munition. Hallo? Saga, ich bin's, Thor. Dein Großvater. Wird auch Zeit, dass du mich besuchen kommst, Kleine. Woher wussten Sie, dass ich Sie besuchen werde? Vergiss es. Wir haben größere Probleme. Wir verlieren... Mich! Fick dich, du verdammte Hexe! Scheiße! Verdammt! Okay. Irgendwas stimmt nicht in diesem Pflegeheim. Okay.
Ungelesen, Das Pflegeheim Valhalla. 2014 für Odin und Thor Anderson von den einmaligen Old Gods of Asgard gegründet. Für ihren Lebensabend. Gebaut nach der Comeback-Tour von Return, stellte sich als ihre Abschiedstournee heraus, abgebrochen, abgesagt. Als ihr Agent hatte Barry Wheeler es geschafft, ihnen vorher ein paar Hits zu entlocken. Balance Slays the Demon und ein paar andere. Die alten Männer rockten wie ihre Namensvettern. Die Backstage-Partys liefen aus dem Ruder. Die Luft war voller Rauch. Wheeler blinzelte. Seine Migräne flammte auf. Alkohol und Drogen. Ein Rock'n'Roll-Klischee. Nach jedem Auftritt rannten sie davon. Wheeler ließ sie von den Sicherheitskräften zu den verrücktesten Afterpartys verfolgen. Okay, ist da noch irgendwas ungelesen? Warte mal, alle. Das ist geil. Das heißt, wenn du irgendwas nicht gelesen hast, siehst du es hier. Ne, ich möchte nicht in die andere Story. Die möchte ich danach machen. Ist hier noch irgendwas? Ja, komm mal. Speichern können wir. Muss ich überhaupt hier lang? Ist das überhaupt richtig? Wellness Center, okay, das ist richtig. Schnauze voll mit euch, ey. Da oben gibt's doch bestimmt noch irgendwas. Da muss ich sogar rein. Boah, das ist so beklemmend. Das ist ihr Haus. War das nicht im ersten Teil ganz woanders? Thor und Odin meinten, wir wären verwandt. Ich habe mit Logan nie hier gelebt, aber ich weiß nicht genug über meine Familiengeschichte, um es ausschließen zu können. Meine Mutter wusste nichts Gutes über meinen Großvater zu sagen. Je weniger ich über ihn wusste, desto besser. Da gibt's doch bestimmt Material. Erstmal gehe ich da hinten in das kleine Ding. Vielleicht auch nicht, weil das Tor wahrscheinlich verschlossen ist. Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Von der anderen Seite. Natürlich. Wie dunkel ist es hier denn bitte? Ich muss wahrscheinlich... Rollstuhlrampe da hinten. Ich dachte, die wohnen in einem Altersheim. Jetzt wohnen sie hier. Aber ein Riesenanwesen, ey. Ein Zweithaus daneben. Ach, schade. Warum macht man sowas? Wieso kann man nicht hier rein? Du wärst ja gezwungen, da oben reinzugehen und der Hauptstory zu folgen jetzt. Komm, wir sind alt, wir gehen die Rampe hoch. Weißt du? Ich war gerade dabei. Oh! Saga? Was gibt's? Ach, die! Ja, ich würde gerne reinkommen. Also. Hallo, Rose. Wollte nur die Familie besuchen. Ist doch kein schlechter Zeitpunkt, oder? Oh, nein. Ich habe nur. Sie wissen schon. Sauber gemacht. Ja. Ich bin froh, dass Sie hier sind, Saga. Aber Odin und Thor können heute niemanden empfangen. Thor hat mich hier gebeten. Ich habe gerade mit Thor telefoniert. Er hat mich eingeladen. Tut mir leid. Sie hatten etwas zu viel Spaß bei unserem Ausflug nach Watery. Ich brauche eine Ausrede, um mit Ihnen zu sprechen.
Wie schade. Kann ich den anderen Bewohnern Hallo sagen, bevor ich gehe? Klar. Sie freuen sich immer über Besuch. Da stimmt doch was nicht. Nach Sonnenuntergang sollte man nicht mehr draußen sein. Mir gefällt die Architektur. Ich träumte schon immer davon, auf einem spukenden Anwesen zu leben. Du tust so, als wärst du das erste Mal hier. Hier sind ein paar unserer Bewohner. Oder, wie ich sie gerne nenne, unsere kleinen Wikinger. Seht nur, wer da ist. Norman, zieh dir was an. Norman, wir haben Besuch. Wo ist deine Kleidung? Ich gehe gleich mit Artie in die Sauna. Ach, ein typischer Tag in Valhalla. Ich sollte jetzt wirklich wieder an die Arbeit gehen, Saga. Aber unterhalte dich doch noch etwas mit Mandy May und Norman. Sie könnten Gesellschaft vertragen. Mach ich. Thor und Odin sind hier irgendwo. Ich muss sie finden. Ja, warum auch nicht? Warum auch keine Schrotpatronen in Andersheim in der Schublade? Ganz normal. Alter. Moment mal. Warte mal. Was ist das denn jetzt? Da. Zack. Hat er überhaupt mit uns geredet oder möchte die jetzt nicht, dass wir da was sagen? Was ist Thor zugestoßen? Ich hörte einen Schrei, bevor der Anruf unterbrochen wurde. Und hat irgendwas von Schlampe gesagt. Also hat sie was damit zu tun? Und deswegen können wir nicht mit ihm reden? Rose ist nicht sehr hilfreiche. Aber sie müssen hier irgendwo sein. Ah ja. Warte mal, ist hier was? Nee. Jetzt können wir wieder rennen. Hab ich schon alles angehört. Hey, jetzt kann ich wieder rennen hier drin. Okay, das scheint ab und zu mal zu backen. Kann das sein? Ich schaue mich erstmal um und klaue erstmal alles, was geht. Ja. Das Pflegeheim Valhalla wurde 2014 von der All Gods Foundation gegründet. Das geschichtsträchtige Anwesen wurde 1965 von einem unbekannten Architekt für die finnische Filmemacher Thomas Zane erbaut. Ich lernte Odin und Thor Anderson 2012 auf einer seltsamen Reise kennen, die zu merkwürdigen neuen Freundschaften führte. Es war mir eine Ehre, ihre Band zu managen. Als sie ihr Comeback feierten, durch das Land tourten und revolutionär neue Musik produzierten. Doch alles Gute geht irgendwann zu Ende. Valhalla ist der Ort der Ruhe. Deshalb hoffe ich, dass die Bewohner hier ihr Lebensabend im Frieden und Komfort verbringen können. Möge es ein Zuhause für all jene sein, die eins brauchen. Willkommen in Valhalla. Barry Wheeler. Barry, war das nicht der Kollege von Alan Wake? Guck mal, da steht's doch sogar unser... Barry war doch dieser Kollege mit der roten Winterjacke. Noch eine Alex Casey Lunchbox? Hello, du bist stark, du bist erfolgreich, du bist selbstbewusst. Hello. Karte? Aktualisiert. Alter. Wait. What the fuck? Nee. Sorry. Alter! Ich hab irgendwas geklickt, warte mal. Machen wir das mal dazu. Nee, sorry, aber irgendwo ist es auch mal. Das alte Schild, ja. Das weckt Erinnerungen. Sportbereich. Hier kommen wir nicht rein. Old Gods of Asgard. Odin und Thor hatten also eine Band und so. Der Gitarrist ist anscheinend nicht mehr dabei. Hä, das wissen wir doch schon längst, dass die eine Band hatten. Ja,
gerade genau immer. Ein perfekter Morgen, um einen Kaffee zu trinken, den ich hier habe. Mhm. Oh, scheiße, der Kaffee ist scheiße. Ja, guck, so gerade gewöhnlichen Kaffee getrunken. Ja, genau. Mein perfekter Morgen ist so wie das nur wegen meines Scheißkaffees. Hätte ich doch bloß guten Kaffee da haben können. Ey, was, was machst du denn? Alter. Oh, hey, das sind die beiden Forts B und mich schon aus dem Hotel danach. Oh, wow, ich habe gehört, zu den Vorteilen dieses Kaffees gehören. Mehr Energie, eine bessere Sehkraft, mehr Hotels und eine tiefere Verbindung zur Tierwelt. Mit einer Thermosflasche voll mit heißem Kaffee. Ist man immer gut auf alle, wenn man Typen vorbereitet. Und wie schmeckt mir da? Oh. Ich fühle mich super. Danke, Odir, deiner Kaffee. Die Bright Falls Bio-Mischung wird hier im Papier yeah. am besten schonend aus Kaffeebohnen hergestellt, die hier in der Gegend gepflückt werden. Puerto Rico, probier ihn heute in der Coffee World und im Odir, deiner. Und vergesst nicht, das redliche Brunch-Special zu probieren. Nur diesen Monat zum Hirschfest. Mmm. Da ist doch schon wieder der Hausmeister. Arti, das ist dein Zuhause. Du musst. Ziemlich beeindruckende Strickarbeit, Mandy May. Was ist ihre Inspiration? Ich weiß nicht. Sie ist, was sie sein möchte. Ich mache eine Pause von den kleinen Verzierungen für Rose. Stricken Sie auch? Ja, als ich schwanger war. Socken und Fäustlinge, das Übliche. Oh, wie wär's, wenn Sie mir eine Unterhose stricken? Noch so eine vulgäre Bemerkung, Norman, und ich steche dir diese Nadel ins Ohr. Weiß jemand von Ihnen, wo ich Thor und Odin finde? Odin schläft oben. Aber Ihr Großvater verhält sich in letzter Zeit merkwürdig. Er hat einen Stromschlag bekommen, als er das Telefon zerschlagen hat. Erzählen Sie keine Märchen. Thor ist durchgedreht und hat sich mit diesem Hammer auf den Kopf geschlagen, den er immer bei sich hat. Thor ist verletzt. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Er wehrt sich wahrscheinlich. Wurde Thor schwer verletzt? Er hat diesen Hammer nie losgelassen, als er einen Stromschlag bekam. Sah so aus, als wäre er vom Blitz getroffen worden. Boom! Zap! Gott sei Dank hat Blum ihm den Hammer abgenommen. Das ist nicht Thors Hammer, egal was er auch behauptet. Blum hat seine Momente, auch wenn er Russe ist. Mandy May, so etwas können Sie doch nicht sagen. Okay. Vielleicht kann mir Odin sagen, was mit Thor passiert ist. Ha, ich hab noch irgendwas. Sie hat erwähnt, dass sie sie für Rose gemacht hat. Ah, nee, das ist da oben, ne? Hä? Was soll das sein? Bekräftigung? Bekräftigung? Nein, nein, nein. Radio, nein. 11? Oh, mal gucken. Gibt's da was? Zwei Bolzen, das will ich. Ich brauche 18. Ich klau erstmal überall, ne? No. Sieh dir was an. Was, wenn dir das Handtuch runterrutscht? Niemand will deine Kronjuwelen sehen. Nein, ich will erst noch in die Sauna.